Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Buldak überbacken koreanisches Feuerhuhn vorstellen. Ein traditionelles koreanisches Gericht, sehr lecker, sehr scharf und inzwischen auch in Korea gerne gegessen mit Käse, also überbacken. Eine super Kombination, schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Es liegt wieder alles bereit. Wir brauchen für Buldak Hühnerbrust, außerdem Öl, hocherhitzbares Öl zum Anbraten, Frühlingszwiebel, Chili für die Schärfe, Knoblauch zum Überbacken, Mozzarella später und Chilipaste, koreanische Chilipaste hier, wenn ihr sie bekommt. Außerdem Honig, Sojasauce, ein bisschen Fischsoße, wieder ein paar Chiliflocken für die Schärfe und Sherry. Los geht's! Vorbereitung brauchen wir nicht viel. Knoblauchzehen pellen, klein hacken. Ihr könnt es auch später durch die Knoblauchpresse drücken in die Soße, das geht auch. Nach der Knoblauchzehe bearbeite ich die Chilischote. Die entkerne ich jetzt hier, weil das Gericht auch so schon wirklich scharf genug ist. Wenn ihr es noch schärfer mögt, lasst die Kerne drin. Und die Seitenwände, da sitzt ja die Schärfe. Ich mache das jetzt hier nicht. Und dann wird die Chili nur gehackt in kleine Würfel. Das war es auch schon. Und letzte Vorbereitungshandlung hier, die Frühlingszwiebeln, die müssen wir nur in kleine Röllchen schneiden. Dann sind wir mit dem Gemüse hier mit den Zutaten insoweit schon fertig. Fleisch, meine Hühnerbrüste habe ich hier einmal vorher quer geteilt. Die waren mir zu dick und dann schneide ich Würfel daraus, nicht zu klein. Ja, und jetzt geht es schon an die leckere Soße und ich nehme, wie gesagt, koreanische Chilipaste. Die kriegt ihr inzwischen in jedem Asialaden, auch im Versandhandel. Die gibt es in Deutschland inzwischen überall. Die ist wirklich besonders. Probiert sie mal aus. Sie ist nicht super teuer. Also es lohnt sich wirklich. Man kann sie auch sonst einsetzen. Ich nehme nur, na, so knapp einen Teelöffel vielleicht. Also viel mehr ist das hier nicht. Probiert es bitte vorher unbedingt. Die ist wirklich scharf für deutsche Verhältnisse. Dann kommt dazu Sojasauce. Dann kommt Fischsoße dazu. Dann kommt hier der Honig dazu, der das Ganze süßt und ein bisschen karamellisiert nachher. Außerdem kommen Chiliflocken, wieder für die Schärfe, Sherry und dann ganz zum Schluss geben wir noch die Knoblauch dazu hier, die Knoblauchwürfelchen und dann mischen wir das Ganze ordentlich durch und das war es auch schon als Basis für unser Buldak und das können wir erstmal wegstellen, die Soße. Jetzt geht's an den Wok oder an eine Pfanne, wenn ihr keinen Wok habt, das geht natürlich auch. Bratöl erhitzen, so mittlere bis hohe Hitze. Und dann wird das Hühnchen hier angebraten. Und das brate ich jetzt auch tatsächlich so lange an, bis es durch ist. Das muss auf jeden Fall durch sein. Und das seht ihr dann auch, wenn es anfängt zu bräunen. So ein bisschen Pfannen rühren hier mit dem Hühnchen. Lass es 5 bis 10 Minuten dauern, viel länger dauert es nicht. Und wenn das Hühnchen bräunt, dann ist es auch durch, dann reicht es auch. Jetzt gebe ich zum Hühnchen hier Chili. Und das Chili brate ich auch nur mit. Die Chili brate ich auch nur mit hier 5 bis 10 Minuten, bis sie anfangen zu aromatisieren. Das war es auch schon. Und jetzt gebe ich hier meine leckere Honig-Chili-Knoblauchsoße dazu. Und wenn die so ein bisschen dünnflüssig ist, dann macht das gar nichts. Dann lassen wir die etwas einkochen. Die karamellisiert dann so ein bisschen. Und das war es auch schon. Hitze runter. Jetzt geben wir noch Mozzarella über das Fleisch. Und das war's. Und dann geht das Ganze jetzt hier bei 210 Grad für 5 bis 10 Minuten zum Überbacken in den Ofen. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ihr seht, es brutzelt noch super lecker. Es riecht wirklich fantastisch. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich garniere noch mit Frühlingszwiebeln. Mehr mache ich jetzt gar nicht. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir auch unser Buldak überbacken schon probieren. Und ihr seht hier, der Käse ist wundervoll verlaufen. Der Geschmack, kann ich euch nur berichten, ist sensationell. Toll, koreanisch scharf und nach dem koreanischen Chili mit Käse hat wirklich geklappt. Also mein Buldak überbacken hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.